Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar war ich heute im DM und habe ein paar Sachen gekauft und dachte, die zeige ich euch. Habe sehr wenig dekorative Kosmetik gekauft, auch ein paar andere Dinge, nicht wirklich viel. Ich habe hauptsächlich Dinge wie immer für meine Kleine gekauft und auch viel Putzmittel, aber das dachte ich, das zeige ich euch jetzt mal nicht. Putzmittel und Lappen und so Zeug wird euch jetzt vielleicht nicht interessieren. Aber alles andere, was ich gekauft habe, so querbeet, zeige ich euch einfach mal. Und zwar fange ich mal an mit Duschgel. Ich habe mir wieder das Dove, das habe ich auch schon mal in meinem Favoritenvideo April. Das verlinke ich euch noch mal in der Infobox, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Das Blütenzauber, das habe ich jetzt auch schon mal probiert. Die andere Flasche, die ist noch nicht leer, aber ich fand es einfach so gut, dass ich jetzt heute dachte, ich hole es mir wieder. Das riecht richtig gut. Das ist irgendwie Lotusblüte oder so und auch eine Limited Edition. Und ja, das fand ich einfach gut und habe es mir deswegen noch mal gekauft. Und das kostet 1,45 Euro. Das kann ich auch nur empfehlen. Das riecht wirklich, wirklich gut. Und dann habe ich mir noch von Nivea ein Duschgel geholt. Das kostet 1,55 und zwar heißt es Harmony Time. Und das ist Cremedusche. Entspannender Duft weißer Rosenblüten und pflegender Mandelmilch. Und das riecht auch richtig gut. So richtig, ja, so süß und seifig und so weich. Wisst ihr, also ich mag so Düfte, die dann nicht so... so krass, billig, süß, künstlich riechen, sondern so seifig, süß. Und das riecht auch richtig gut, richtig so cremig irgendwie so. Da bin ich mal gespannt. The Soft Skin steht da drauf, so hier könnt ihr sehen. Ja, 1,55 kostet das. Dann, wie immer, ich glaube, das zeige ich euch jedes Mal, meine BB. 3-in-1 pflegende Reinigungstücher. Lasst mich schauen, die kosten 1,95. Müsste ich so langsam jetzt auch mal auswendig wissen, da ich hier wirklich jedes Mal kaufe. Die habe ich mir gekauft. Dann habe ich mir gekauft Seife. Und zwar benutze ich von Sakrotan. Ich habe jetzt leider den Spender noch im Bad. Das ist jetzt nur der Nachfüllspender. Kennt ihr vielleicht diese Spender, wo man, das kommt hinten rein und dieses Gerät, wo man einfach nur die Hand drunter hält und per Bewegungssensor kommt dann einfach eine Teilmenge eben auf die Hand und ja, die finde ich super. Ich finde das System klasse, steht im Bad, Hand runter, kommt Seife raus und ist sehr hygienisch und das ist wie gesagt Sakrotan, entfernt natürlich auch 99,9% aller Bakterien und das hier ist jetzt die Duftrichtung Aloe Vera und die mag ich eigentlich am liebsten. Und die sind jetzt nicht so billig, aber ich mag sie einfach. Lasst mich mal schauen, was das kostet, ich habe hier wieder einen riesen Einkaufszettel, Sakrotan, 3,45 kostet hier das Nachfüllpack. Mag ich sehr. Dann habe ich mein Deo gekauft, das habe ich euch, glaube ich, auch noch nie gezeigt und das benutze ich eigentlich immer. Es gehört eigentlich auch im Favoritenvideo, weil ich benutze das jetzt bestimmt schon seit 1-2 Jahren oder noch länger eigentlich und immer nur das. Und zwar kostet das 1,75 und das ist von Nivea, das Pearl and Beauty 48 Stunden, schöne Haut für rasierte Achseln mit Perlenextrakt. Also ich habe dieses Pearl and Beauty, das mag ich total. Es hinterlässt keine weiße Spuren auf Kleidung und es trocknet schnell und es riecht gut, nicht so aufdringlich. Es schützt eigentlich den ganzen Tag. Also ich bin auch eine Person, die sehr, sehr wenig schwitzt, also auch beim Sport oder so, Gott sei Dank eigentlich. Ich schwitze sehr, 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 sehr wenig. Kenne sowas eigentlich nicht, dass man irgendwie, ne, wisst schon, was ich meine. Aber mag ich einfach total. Die Achseln sind einfach immer schön trocken und was noch? Genau, rasierte Achseln, okay. Also das brennt auch nicht auf frisch rasierten Achseln. Das ist sehr sanft und 1,75 kostet das. Und ja, 1,75. Das ist mein Lieblingsdeo, das benutze ich immer. Dann habe ich mir Rasierer gekauft, aber auch zum Nachfüllpack. Muss ich auch mal kurz schauen, die kosten 6,95. Und zwar habe ich den Wilkinson Sword, den Quattro. Den benutze ich und da habe ich mir jetzt die Nachfüllklingen gekauft. Das sind jetzt 3 Stück drin und ja, kennt ihr wahrscheinlich alle diesen Quattro. Und da habe ich mir jetzt für genau 6,95 die Nachfüllklingen gekauft. Dann meine Zahncreme zeige ich euch auch mal. Die benutze ich auch seit ein paar Monaten. Auch immer die.
Zwar ist das von Sensodyne und die hat gekostet 2,85. Und zwar heißt die Sensodyne Multicare. Die sieht so aus. Ich habe sie jetzt noch eingepackt in der Verpackung. Sensodyne Multicare. Und die ist eben speziell für schmerzempfindliche Zähne und vor Schutz vor Zahnarztkaries, vor Plaque und Parodontitis. Weil ich habe so ein bisschen Probleme. Ich habe sehr oft so freiliegende Zahnhälse, weil ich bisschen Probleme mit dem Zahnfleisch manchmal habe. Ich habe auch immer oder bekomme das oft vom Zahnarzt auch so ein bisschen aufgefüllt, die Zahnhälse, damit es nicht so empfindlich ist. Das muss ich jetzt mal wieder machen lassen, weil ein paar sind rausgebrochen. Das ist nicht so langlebig, dieses Zeug. Das ist nur so eine ganz dünne Keramikschicht, die dann da unten drauf gemacht wird. Und da habe ich oft, kommt es dann vor, dass ich sehr empfindliche Zahnhälse habe am Zahnfleisch, so dieser Übergang, wisst ihr, was ich meine. Da bin ich oft sehr empfindlich. Also beim Essen und Trinken tut mir das nicht so weh, aber wenn Zähne putzen, merke ich das dann schon. Und das ist jetzt extra dafür da, weil hier könnt ihr sehen, so dieses freiliegende Dentin steht da drauf. Ja. Und das soll es ein bisschen schützen, dass es da nicht so weh tut. Ein Schutzfilm oder so irgendwas. Regeneriert ihre Zähne schmerzhaft auf kalt, heiß, süß, sauer oder Berührung. Ja, und da ich ein bisschen schmerzempfindliche Zähne habe, benutze ich die. Ja. Und das war es auch schon an den ja, so Beauty-Produkten. Und dekorative Kosmetikprodukte habe ich gekauft. Achtung! Für 2,75 Euro. Tada! Die, ich weiß nicht, wie vielte I Love Extreme Essence Mascara, jetzt bestimmt die siebte oder so, bestimmt. Meine war ein bisschen eingetrocknet jetzt schon, weil ich habe jetzt zum Teil auch die beiden Catrice, die ich habe, benutzt. Aber habe die jetzt irgendwie ein bisschen vermisst und meine alte konnte ich jetzt nicht mehr nehmen. Und die Catrice kann ich schon immer noch benutzen, aber ich denke, die werden auch bald so dem Ende zu und jetzt musste ich mir sie einfach wiederholen, weil es ist und bleibt einfach mein Lieblingsmascara, auch wenn ich zwischendurch meine andere benutze. Und 2,75 kostet die. Also ich glaube, so ein paar Sachen werde ich euch jedes Mal zeigen. Die sind und bleiben wahrscheinlich für immer meine Lieblinge. Dann habe ich mir noch gekauft Augenbrauengel. Ich habe euch mal in einem Haul gezeigt, dass ich mir das durchsichtige Augenbrauengel von Alverde gekauft habe und das sehr mag. Und ein farbiges Augenbrauengel kennt ihr vielleicht aus meinen Tutorials, habe ich von P2, das braune. Das wollte ich eigentlich auch wieder, aber irgendwie habe ich es heute nicht gefunden. Ich weiß nicht warum, es gab nur noch Stifte bei P2. Entweder haben sie es aus dem Sortiment genommen oder ich war blind oder es war ausverkauft. I don't know, aber ich habe es nicht gefunden. Und dann war ich bei Alverde und weiß, dass Alverde seit neuestem auch farbige Augenbrauengels hat. Und da habe ich mir jetzt das Braune geholt. Es gibt nur so ein helles, so ein Blond und ein dunkles. Und das ist jetzt die Farbe 02 Braun. Und das sieht jetzt so aus. Das ist auch mit dieser Bürste hier vorne drin zum Vorbürsten. Und dann ist hier dann diese. Ja, es ist jetzt halt nicht so ein dunkles Braun, wie ich es vielleicht eigentlich mir gewünscht hätte. Ich würde es mir eigentlich dunkler wünschen, weil ich ja eigentlich immer schwarze Augenbrauen habe. Es ist eher so, gut, hier sieht es jetzt relativ dunkel aus vom Licht, aber es ist doch eher, wie auch hier in der Verpackung sehen könnt, auf dem Display kommt es gerade viel dunkler rüber, wie es eigentlich ist. Also es ist ja schon eher ein helleres Braun und ja, und da ich ja meine Augenbrauen eigentlich immer färben lasse, schwarz, ist mir das eigentlich ein Tick zu hell, aber ich mag dann doch lieber farbiges Augenbrauengel wie durchsichtiges Augenbrauengel. Und von daher nehme ich dann lieber auch eins, wo ein bisschen heller ist. Wenn es mir zu hell ist, dann nehme ich einfach noch einen noch dunkleren Augenbrauenstift dazu. Oder wenn sie schwarz gefärbt sind, dann sind sie ja an sich auch dunkler. Ich muss sie jetzt wieder nachfärben lassen. Sie sind jetzt wieder komplett mir eigentlich viel, viel, viel zu hell. Und ich muss sie auch zupfen lassen. Und ja, und deswegen habe ich jetzt einfach mal dieses Braune ausprobiert. Es ist natürlich teurer wie das P2. Lasst mich gucken. Ich finde es nicht. 3,95 kostet das. Ja. Mal schauen. Dann habe ich mir einen Nagellack geholt. Lasst mich schauen. Ich weiß gar nicht, was der gekostet hat. Da war nämlich gar kein Preisschild dran. Das sehe ich eigentlich jetzt erst. 2,25, genau. Und zwar ist das aus der Manhattan und Buffalo-Kollektion. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen, mit der Schuhmarke Buffalo hat Manhattan zusammen mit so einer Kollektion rausgebracht.
Und das sind ganz coole Farben dabei. Ich habe aber mir eigentlich nur eine jetzt mitgenommen. Und zwar ist das so ein schönes Blau. Ich habe zwar schon ein Blau, aber die Blaus, die ich habe, sind knalliger. So richtig so Marineblau, so richtiges tiefes Blau. Und das hier ist so, ich würde schon fast sagen, eine Mischung zwischen Blau und Türkis. Auch auf meinem Display kommt es gerade ein bisschen verfälscht rüber. Es ist schon wirklich ein Blau und kein Türkis. Das auf keinen Fall, aber es verfälscht gerade etwas, wie ich sehe. Es geht ganz, 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 ganz leicht ins Türkis, aber mir gefällt die Farbe sehr, sehr gut und so eine habe ich noch nicht und die war auch matt. Ich wollte ursprünglich so einen Fliederton haben, habe aber nicht gewusst, dass der mit Glitzer ist. Und zwar hatte der so rosane kleine Glitzerpartikel und das hat mir gar nicht gefallen. Und ja, deswegen habe ich mir einen matten gesucht und habe jetzt den hier genommen. Die Farbbezeichnungen stehen auf dem Display, stehen die Farbbezeichnungen drauf. Oh, warte mal kurz. Sorry. Auf den Displays stehen die Farbbezeichnungen, also wo sie drin stehen, stehen sie drauf und hier aber nicht. Aber es ist die Farbnummer 20 und ich glaube, dass das Blue Süd Tous hieß. Also so wie Tous, wie Piep Tous, also Blue Tous und zwischendrin stand noch Süd oder wie das auch heißt. Davon, ich glaube, so gibt es auch einen Sleek Blush, der so heißt, Suede geschrieben. Und ich glaube, er hieß so Blue Suede Tous. Ein bisschen komischer Name, ich habe auch die anderen Namen gelesen, fand ich ein bisschen merkwürdig. Aber es ist die Nummer 20, ich denke, das ist einfacher, falls ihr euch dafür interessiert. Und der hat 2,25 gekostet und ich werde heute Abend lackieren. Und jetzt habe ich noch von China Glaze einen drauf, einen lilan. Den mag ich auch total und heute Abend werde ich mal den ausprobieren. Und ich werde vielleicht ein Foto posten in Facebook und Twitter. Falls ihr mir da folgt, könnt ihr gucken. Wenn ihr mir nicht folgt, dann tut es. Ne, ihr könnt da vorbeischauen, wenn ihr wollt. Da poste ich manchmal Nagelfotos. Und wenn ich dazu komme heute Abend und sie lackiert habe, dann poste ich da ein Foto und dann könnt ihr es sehen. Und was ich mir noch gekauft habe, ist in der Wühlkiste sozusagen. Ich habe schon so oft in der Hand gehabt und habe es mir nie gekauft, weil ich dachte, das brauche ich nicht. Und zwar ist das von der Marvel Mania LE, die es ja nicht mehr gibt, aber mit dieser Krabbelkiste gibt es ja immer noch diese ausrangierten LE-Produkte. Dieses Nail Art Set hat jetzt gekostet 2,25, da ist noch der Zettel dran. Ich weiß nicht, was es ursprünglich gekostet hat. Wollte ich mir eigentlich nicht kaufen, weil ich dachte, ich brauche es nicht. Weil ich gedacht habe, wenn ich Ombre Nails mache, und ich habe es auch schon probiert, mache ich das mit so einem Make-up-Schwämmchen, die sind eh viel billiger wie mit den Schwämmchen. Solche Holzfüßchen, die brauche ich nicht, da habe ich auch welche und wenn nicht, kann man auch Zahnstocher nehmen. Ja, und dieser dünne Pinsel, ja, der dabei ist, da ist noch so ein ganz, 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 ganz dünner, flacher Pinsel dabei. Ja, wie auch immer, ich habe es mir eigentlich nur gekauft, weil ich habe Ombre Nails probiert mit den Make-up-Schwämmchen. Und das ist gar nicht, das hat gar nicht funktioniert. Überhaupt nicht, weil diese Make-up-Schwämmchen haben, zumindest bei mir, ich habe es bei vielen Tutorials schon gesehen, dass die das so machen, aber bei meinen hat der Nagel, also hat das Schwämmchen den Nagellack total aufgesogen. Also, und es war total flüssig und war sofort wieder weg, weil es eingezogen ist, oder es war total flüssig. Also ich habe schon mehrmals jetzt probiert, Ombre Nails zu machen und wollte euch da eigentlich auch ein Tutorial drüber machen, aber es hat nicht funktioniert. Also mit diesen Schwämmchen bin ich überhaupt nicht zurechtgekommen und einzig und allein aus dem Grund habe ich mir jetzt mal diese Schwämmchen geholt und ich sehe gerade, wenn man hier aufmacht, hier ist auch noch so eine Beschreibung, sogar wie man Ombre Nails macht. Sponging heißt es hier wegen dem Schwamm und hier unten ist dann, zieht man das dann, die Ombre Nails und mit dem Pinsel kann man natürlich auch schöne Nailart Sachen noch machen, Punkte oder Streifen oder so. Ja, genau. Und das waren meine Einkäufe vom DM heute. Mehr habe ich nicht gekauft. Der Rest, wie gesagt, war eigentlich nur Putzmittel gewesen und Schwämme und Lappen und so Sachen. Und ja, für die Kleine eben vieles, Windeln und so Sachen, ne? Ja, ich hoffe, der kleine DM-Haul hat euch gefallen. Schreibt mir was in die Kommentare. Und schaut bei Facebook und Twitter vorbei. Da freue ich mich auch über jeden Einzelnen, der mich da liked oder mir folgt oder so. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Ciao.